So Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist langsam Zeit für das Weihnachtsspecial und das drehen wir heute und da machen wir gleich mal ein neues Format raus, und zwar: Was ist dein Tannenbaum wert? Und wir machen nicht nur die Tannenbaum, sondern auch die Geschenke, die drunter liegen können, und da machen wir jetzt mal ein ganz neues Format für YouTube. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Nachahmer, der das dann auch mal mitmacht. Das Ganze läuft recht materialistisch ab, aber das sind wir ja schon von dem anderen Format gewohnt. Wie viel ist dein Outfit wert von Mahan und Leon? Und das würde ich sagen, toppen wir jetzt mal noch ein bisschen, ne? So, dann fangen wir mal an mit der Spitze vom Tannenbaum. Das ist ein iPod Nano der 6. Generation in Grau mit ganzen 8 GB Speicher. Ich schätze den Wert jetzt einfach mal auf 30 Euro und funktionstechnisch ist er noch, aber vielleicht geht er im Wert hoch, das wissen wir jetzt nicht. Dann, was haben wir jetzt hier noch Cooles? Earpods. Earpods 2. Generation habe ich bezahlt, 135 im Sale. Taugen ganz gut, also funktionieren ganz gut. Ist auf jeden Fall nicht falsch, gerade so für Reisen, dass man so mal fix einstecken kann, das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir das iPhone XS. Würde ich jetzt mal schätzen, aktueller Wert so bei 600 Euro, oder? Ja, lass 600 nehmen. Ich habe bestimmt das Doppelte damals bezahlt. Oder 1000 habe ich, glaube ich, bezahlt. Rechnen wir einfach mal mit 600 Euro. 600 klingt fair. Ist ja auch im absoluten Top-Zustand. Keine Kratzer, gar nichts dran. Was haben wir noch? Apple TV in HD. Ich vorhin mal geschaut. Kostet so um die 150. Ist auch ganz okay. Dann haben wir den Apple Pencil, der kostet 130. Da war ich ein bisschen fasziniert, dass der Stift genauso teuer ist, fast wie das Apple TV. Dann haben wir noch ein normales iPad. Da weiß ich, dass ich damals noch 400 Euro bezahlt habe. Das war ein Geschenk für die Mutti. Ja, bei der Mutti darf da nichts fehlen. Dann haben wir ein iPad Pro. Da weiß ich zufällig noch, dass ich 840 Euro bezahlt habe. Das war letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Das habe ich zusammen mit dem Pendel gekauft und da war ich so knapp bei 1000 Euro, das weiß ich noch. Dann haben wir noch ein MacBook Pro. Auf der Apple-Seite hätte ich dafür, glaube ich, 3200 Euro bezahlt. Und auf MacTrade habe ich, glaube ich, noch 2,8 bezahlt. Weil ich habe es konfiguriert mit dem größeren Speicher in der Grafikkarte. Auf die 16 oder auf 8 GB, weiß ich jetzt gar nicht. So genau. Auf jeden Fall habe ich das noch konfiguriert und dann wurde mir das dann zusammengebaut und hergestellt und dann habe ich das gekriegt. Aus Irland kommt das übrigens immer. Dann haben wir unten als Stamm die DJI Mavic Air 2 im Playmore Combo Kit für 1050 Euro. Ist ja noch nicht so lange her, das kann man sich mal merken. Dann haben wir hier als Geschenk, was haben wir denn alles? Mein Weihnachtsgeschenk. Die Gucci-Letten aus Schöne Latsche Teil 3. Könnt ihr euch nochmal reinziehen. Gab es ein Unboxing. Kam 270 Euro. Dann haben wir hier noch eine Burberry-Brille. Die habe ich gerade auf. Gibt es übrigens kein Unboxing dafür. Burberry ist halt, habe ich 130 bezahlt. Mit einem Rabattcode von Bibi Beauty Palace. 20%. Sollen wir mal gucken, ob es irgendwo einen Gutschein gibt, ne? Da haben wir hier noch die Apple Watch 3. Was kostet die jetzt? 250? Ja, rechnen wir mit 250, ist die große. Die von Nike. Habe ich auf der Vertragsverlängerung gekriegt. Rechnen wir mit 250. Dann, was haben wir hier noch Cooles? Mein iPhone 7. Mein iPhone 7. Das behalte ich auch für immer. Das ist das coolste iPhone überhaupt gewesen, weil es war mal das erste iPhone, was alles noch komplett in schwarz war. Das ist diese diamantschwarze Version mit 128 GB. Ich habe es gerade mal geguckt bei Rebuy. Für 230 geht's los. Ich rechne mit 250, weil meins ist im absoluten Neuzustand und absolut funktionsfähig. Und ich behalte es jetzt auch. Und was haben wir jetzt hier noch? Eine grüne Verpackung. Den Preis rechne ich jetzt einfach mal so mit dazu, was ich bezahlt habe, und ich verliere da einfach mal keine weiteren Worte. Und wir haben ja darüber auch noch ein Unboxing gedreht damals. Das verlinke ich einfach mal mit rein. So als Easter Egg sage ich den Preis jetzt nicht. Und wir machen quasi den Preis jetzt hier unten komplett
was alles gekostet hat. Und danach machen wir noch den Baum extra und die Geschenke extra. Genau. Wir hätten jetzt natürlich das Ganze noch ein bisschen ausschmücken können, weil ich habe jetzt noch verschiedene Bänder für die Apple Watch. Oder noch die große Tastatur. Die habe ich auch noch, die schwarze. Oh, wir haben was vergessen. Die Magic Mouse ist hier noch mit drin. Genau, die Magic Mouse kostet übrigens auch nochmal 100 Euro. Also die schlagen wir jetzt noch mit drauf. Genau. Und kommen wir zum Schluss. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, besinnliche Weihnachten, gamer-technisch schöne Weihnachten. Besinnlich habe ich schon, ne? Ja, besinnlich. Genau, und über die Weihnachten wird bei mir ab und zu mal was im Stream laufen. Da blende ich euch unten mal meinen Link ein zum Stream. Da wird ein bisschen gezockt, ein bisschen Reaction wird es wahrscheinlich geben. Also ich bin da noch sehr interaktiv, wenn da jemand was mit reinschreibt, dann mache ich das auch noch mit. Und ja. Und falls wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr nicht nochmal sehen, wünsche ich euch einen schönen Rutsch. Und auf das 2021 definitiv besser wird als 2020. Ich glaube, da gehört doch nicht viel dazu, dass es einfach nur besser wird. Genau. Also in diesem Sinne, habt ein schönes Fest mit euren Liebsten und macht's gut.